Hallo und herzlich willkommen zurück in Far Cry 3. Da bin ich wieder. Ich melde mich zurück. Und jetzt wollten wir mal zu diesem Dennis. Ich habe extra nachgeguckt, wie er heißt. Und gleich mal die Mission weitermachen. Oder machen wir die Mission weiter? So, wir könnten eigentlich auch mal so eine Nebenmission starten. Aber da gibt es halt nichts Besonderes Tolles, so. Das haben wir schon gezeigt. So in etwa. Also es gibt nichts Besonderes, also starten wir doch die Mission bei ihm. Hallo. Was ist passiert? Was plant unser Dorf anzugreifen? Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Was für Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Viel Glück. Spielverderber. Das Glück werde ich auch brauchen, denke ich. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Ich muss da lang, okay. Unterwegs können wir auch noch, glaube ich, ein bisschen Hirschabgaben sammeln, die ich nämlich noch brauchen werde für einen neuen Waffengurt. Dann können wir, glaube ich, drei Waffen mitnehmen und das sollten wir eigentlich auch tun. Wo sind wir? Da sind wir. Wo müssen wir hin? Da. Ist doch klar, dass ich mir das vorher hole, oder? Ja, dachte ich mir, liegt ja auf dem Weg, dann nehme ich mir das gleich mit. Und ich glaube, hier steht doch in mein Auto, oder nicht? Natürlich jetzt gerade nicht. Wo man gerade eins braucht, ist natürlich kein Auto hier. War ja klar. Also, auf geht's. Ein schöner Marsch, strammes Weges in die Richtung. Vielleicht treffen wir ja wem, irgendwem, irgendwas. Das sieht interessant aus. Hallo. Oh. Aber nicht wegen dem Rennen, sondern wegen dem Boot. Wegen dem Jetski. Denn damit hoffe ich, kommen wir schneller an, als wenn wir jetzt bis dahin laufen würden. Was ist das denn hier? Das ist ja cool. Das ist ja richtig geil. Wow. Achso. Ich dachte schon, hier geht ja das Licht auf einmal aus. Ey, das ist geil hier. Aber mal so richtig geil. Genau. Erstmal das Jetski ein bisschen messern. Geht's hier weiter? Da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Muss ich, da kann ich da nicht irgendwie hoch? Muss da doch hochkommen. Nein, ich will da drauf. Komm, ich will darauf. Verdammt. Naja, egal. Dann bekommen wir den Schatz eben nicht. Ich denke, so ganz besonders wird er auch nicht sein. Aber ist geil hier unten.
Aber eigentlich müssen wir ja gar nicht hier lang. Ich fahr schon wieder total, komm schon wieder ganz von der Mission ab. Fahr hier total in die falsche Richtung. Wir müssen ja zum Funkturm. Zuallererst. Was war das? Also ist ja schon dunkel geworden, oder wie? Wie lange war ich denn da drin? Muss ich noch links? Ja. Fahr mal hier links lang. Ich weiß nämlich nicht so ganz genau, wo wir hier verlang fahren. Ich glaube jetzt hier rechts. Wow. Die sehen mich nicht, die sehen mich nicht. Wow, das war knapp, das war mega knapp. Hab ich mich gerade erschrocken. Hey, Ziege, bleib mal hier. Ziege, Ziege, hallo, hallo, bleib mal her. Danke sehr. Ekelhaft. Einige, die sich jetzt fragen, wann denn jetzt Anturnend rauskommt. Ich denke, morgen ist es soweit. Ja, morgen schon. Da wird die erste Runde aufgenommen von Anturnend. Ein wirklich cooles Spiel. Noch dabei zu sagen, es ist kostenlos. Auf Steam. Also sucht einfach mal danach. Nach Anturnend. Man kann damit einfach nichts falsch machen. Und es macht irre Spaß. Was ist denn da los? Was ist das denn für ein fettes Lager hier? Da müssen wir hin. Blub. Ist ja relativ leer hier. Zwei. Ganze zwei Leute. Drei. Vier. Oh, nicht so viele. Könnte ja zu schwierig werden. Aber ich denke, wenn ich da aufkreuze, wird da noch was zukommen. Hier hoch. So. Uff da. Boah, der Mond sieht auch echt geil aus. Wir haben Vollmond. Habe ich die dabei? Ja. Ich könnte ja jetzt eigentlich auch... Nee, aber wenn ich das so mache, ist es bestimmt gleich wieder fehlgeschlagen. Sie haben die Mission leider nicht geschafft. Grund? Sie sind so blöd. Ja, so ist das hier immer. Was knarzt hier so? Das ist der Turm. War das schon immer so, bei jedem Turm? Der hört sich nicht so sicher an. Ich glaube, wir stützen hier gleich ab. Wo geht's weiter? Boah, komm. Boah. Alter, da knallt's ganz beächtlich. Und ich falle gleich wieder runter. Aber ich will da in die Kiste. So. Gib mal her. Eine rostige Posaune, ja, die passt hier hin. Hä? Muss ich denn jetzt hier lang? Da muss ich doch rein. Komm. Ah, so, okay. Ducken. Ducken ist das Geheimnis. Ja, ja, so ist das. Upsa. Hier ganz langsam hoch. Wir wollen ja hier nichts überstürzen. Und hopp, weiter geht's. Perfekt, alles klar. Hier ist die Treppe. Leiter. In Ordnung, wir sind gleich oben. So, hier ist noch eine Truhe. Oh, ein Edelstein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann holen wir uns erstmal hier den schönen Funkturm.
damit wir auch die unten da, die da unten stehen, auf der Karte sehen können. Aha, irgendwie nichts Besonderes. Das hat ja super geklappt. Jetzt gerade ist im Shop. Ich habe es gar nicht gesehen, denn ich habe gerade beschäftigt. Verdammt. Müssen wir gleich nach der unserer heißen Waffensabotage-Mission mal nachsehen, was das nicht so für uns so kostenlos bereit liegt. Kommen wir denn jetzt hier runter? Oh, wow. Alter. Ich wollte nicht so schnell hier runter. Aber es geht ja. Boah. Hier ganz vorsichtig. Ja, komm, der kann das. So ganz unsportlich sind wir jetzt auch nicht. Und so, hier runter. Boah, so. Zack, so. Und so geht es uns auch schon wieder gut. Wir müssen da zum gelben Punkt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da schon Feuer ein bisschen Randale mache. Wir wollen hier aber nichts falsch machen. Also gehen wir erstmal zum gelben Punkt. Geht zum Aussichtspunkt. Okay, das sollen wir auch wirklich tun. Also machen wir das auch mal. Der Aussichtslager. Jetzt zum Alarm. Was war das gerade? Da ist noch einer. Also es werden irgendwie immer mehr hier. Alles klar. Zuerst hören wir uns den hier vorne. Und hier ablegen. Alles klar. Safe. Kannst du mal bitte liegen bleiben? Das wäre super nett. Wo haben wir den nächsten? Wir müssen hier ganz vorsichtig vorgehen. Nur nichts überstürzen. Na los, komm ran. Komm. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja, leck mich am Arsch! Oh, Scheiße. Bewacht die Schuppen! Nein. Ihr habt nichts gesehen. Er darf nicht zu den Waffen. Hier ist doch gar keiner. Scheiße. Verdammt. Okay, daneben auf die harte Tour. Alles klar. Alles klar, schnell, 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 schnell. So, der Alarm ist ausgeschaltet. Auf jeden Fall. Los, komm ran. Komm ran. Ich brauche Hilfe von dir. Wow, 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 lalala, lalala. Ihr seht mich nicht, ihr tritt mich nicht. Es war ein bisschen unüberlegt, was ich hier gerade mache.
Scheibenglas, ich glaube, hier kommen auch Autos an. So. Nichts getroffen, egal. Naja, Versuch. Alter. Alter, wie schlecht bin ich denn gerade? Das gibt's doch gar nicht. Wow. Und ich hab's natürlich mal wieder nicht geschafft. Das ist ja nichts Neues. Aber nein, ich gebe jetzt nicht so schnell auf. Und ich versuche es gleich noch einmal. Ihr wisst schon, dass ich hier total blöd stehe. Alter, ich stehe ja mega doof. Wo hat er denn hier gespeichert? Das ist doch selten dämlich. Hasta la vista. Meiner Tita. Er darf nicht zu den Waffen. Alles klar. Oh, la, 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 la. Ihr seht mich nicht, ihr trifft mich nicht, ihr trifft mich nicht, ihr trifft mich nicht. Der Alarm ist kaputt. Ah. Renate, pass auf. Oh. Alter, 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 Alter. Schneller, 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 schneller. Oh mein Gott, ich bin schon wieder voll angespannt. Okay. Tschüss. Wow, scheiße, scheiße, scheiße. Oh mein Gott, ist gar nicht gut, was wir hier machen. Weg mit dir. Wow, das ganze Ding hier steht schon in Flammen. Ich heile mich noch mal kurz. Was? Wer seid ihr denn? Ah, da! Das habe ich drauf. Du, oh, geht weg von mir. Bin ich gar nicht, bin ich gar nicht. Oh. Ah, komm, hey, haben wir ein bisschen Action. Eigentlich wollte ich ja schleichen, aber egal. So ist es auch ein bisschen spannender. Wow, wow, wow. Hasta la vista. Und schnell gerannt. Ohlalalalala. Alles klar. Hier ist keiner mehr. Er sieht mich gar nicht. Ciao. Und ich glaube, jetzt sind wir hier relativ sicher und jetzt werden wir erstmal ganz beruhigt erstmal die Kisten plündern, bevor wir uns zu den Waffen begeben. So, hier noch. Das ist auch ganz praktisch, dass sie auf der Karte angezeigt werden. Wäre zwar irgendwie auch witzig, wenn die nicht angezeigt werden und man könnte die dann so immer finden. Man müsste die suchen. Wäre eigentlich auch ganz nice. Aber, naja. Man will sich ja nicht beschweren. Alter, was ist denn mit dir los? Er hat keine Koordination. Ist ja voll außer Atem. Hä? Lalalala. Lala. La. Geht das in die Luft? Nö. Schade.
Okay. Bei mir halten die auch so gut. Wenn ich tanken gehe, dann... Ich gehe zwar nicht tanken, aber wenn ich tanken gehen würde, dann nehme ich auch immer meinen Zinkkanister und hänge den in mein Auto ein. Und dann tankt er selbstständig und wenn es dann fertig ist, dann fällt der Benzinkanister einfach ab und ich kann weiterfahren. Das ist super praktisch, das solltet ihr mal ausprobieren. Das funktioniert wirklich. Alles klar. Hier gerade war es hier noch nicht so begehbar. Jemand der Schlüssel war da. Ich habe jemand den Schlüssel gefunden. Hä? Wo ist denn hier das Zeug? Da laufe ich bei besser nicht drüber. Ah, da. Hier war doch... Muss auch noch was sein. Da. Alles klar. Wir wollen natürlich ja jeden Schatz versuchen einzusammeln. Denn wir sind zurzeit etwas knapp bei Kasse. Naja, 800... Ah, okay, wir haben... Okay. Sind wir eigentlich doch nicht. Aber mehr Geld ist immer noch besser als weniger Geld. Schaffen wir ja auch noch mit. Ja, ja, komm. Ey, du rennst doch nur ein bisschen. Jetzt hier nur ein bisschen, ist doch nichts dran, ist doch alles gut. Muss nicht gleich anfangen zu flennen. So. Und... das wollte ich eigentlich nicht, aber auch okay. Ich wollte eigentlich da oben. Müsste das da oben sein? Ja, ich denke schon. Gehen wir einfach mal da hoch. Von hier oben haben wir auch eine super Aussicht. Ja, da. Wow. Wie kommen wir jetzt hier? Ach, hier. Okay. Ich wollte gerade schon fragen, wie wir da wieder runterkommen. Aber es hat sich ja ergeben. So, was haben wir hier denn noch Schönes? Ist hier gerade ein bisschen langweilig, tut mir leid. Aber ich will das einfach mitnehmen. Und ja, kann man ja machen. Und hier rein. Und wie geht es jetzt weiter? Ah, Munitionbox. Ganz praktisch, wir können hier alles mitnehmen eigentlich. Laden das mal nach. Dann können wir das hier sofort hier wieder mitnehmen. Ha? Ist das cool oder ist das cool? Das ist ziemlich nice. Molotovs, meine ich. Gibt's hier leider nicht. Oder? Ne, das sind auch keine. Alles klar, dann... Wow, das geht aber ganz schön schnell. Das geht aber... Oh mein fucking Gott. Das geht hier ganz schön schnell los. Wow. Holy shit. Ja, ihr habt wirklich alles verloren. Und gleich verliert ihr noch mehr. Komm her, Katze-Maus-Spiel. Das war ja witzig. Ich renne da rum und er kommt mir hinterher. Das nehmen wir mal mit. Jason, das war sehr gute Arbeit. Jetzt, erzähl mir ich von weiß. Im Funk hieß es, was nimmt Lösegeld-Videos in der PC auf. PC? Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, die Stärke, die du vom Pfad entfernst. Oh nein! Nicht dein Ernst, oder? Ach Gott. Alles klar, okay. Jason, das war sehr gute Arbeit. Ich weiß. Jetzt, erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, was nimmt Lösegeld-Videos in der PC auf? PC? PC. Ja, PC. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason,
Die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Alles klar. Gefängniseinbruch. Wir wissen jetzt also, was PC bedeutet. Und in der nächsten Folge werden wir, denke ich mal, nicht dahin fahren, sondern wir werden hier ein bisschen Nebenmissionen abklimpern. Denn die gehören ja auch mit zum Spiel. Und ich habe sie zurzeit noch relativ außen vor gelassen. Ach komm, ey, geht weg. Lass mich in Ruhe. Geht weg. Boah. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Also geil. Also die Nebenmission gehören ja auch mit zum Spiel. Also werden wir die mal nächste Runde abklimpern. Ein paar. Ja, genau. Alles klar. Wow. Bin ich da? Komm doch. Alles klar, dann komm doch. Ich hoffe, jetzt ist es auch mit dem Turm besser. Ich habe mir das die letzte Folge nochmal angeschaut von mir selber. Total dämlich, wenn man sich das eigentlich mal überlegt, so eigene Let's Plays zu gucken. Aber man muss ja auch wissen, wie die Qualität ist. Und ich finde, mit dem Ton ist jetzt noch nicht so ganz perfekt. Aber ich glaube, auf jeden Fall ist es schon mal besser. Man hört jetzt auch, was im Hintergrund so passiert. Was sie uns hier versuchen zu erzählen. Habe ich den schon? Den habe ich doch schon. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Wenn es wieder heißt Far Cry 3 oder auch bald Anthony und weiter geht's mit Ace of Spades, Minecraft, Pipapo, alles klar und ciao, ciao. Doch noch nicht, ciao, ciao. Ich habe das Abendgebet vergessen. Tut mir echt leid. Nein, genau. Ich wollte ja eigentlich noch sagen, schreibt in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, sage ich ja immer. Also darf das hier auch nicht fehlen. Und like doch das Video, wenn es euch gefällt. Dann kann ich das viel besser sehen, ob es euch gefällt oder... Hallo! Oder ob es euch nicht gefällt. Denn wenn ihr dann einfach nur sitzt... Oh ja, das Video gefällt mir. Aber, wenn ihr da nichts drunter schreibt, dann weiß ich ja nicht, ob es wirklich gefällt. Ob es dann auch ankommt bei euch. Komm, geh weg. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ihr habt verstanden. Wow, Alter, erschreck mich nicht so. Okay. Okay, jetzt mal ja wirklich Schluss. Bis demnächst. Ciao, ciao.